Ich lese ein weiteres wunderbares Zeugnis, was dich stärken, was dich ermutigen kann, was dich pushen wird, wie mich, vor von Andrea Di Melio. Das Königreich dringt in die Sportwelt ein. Als ich 17 Jahre alt war, träumte ich davon, für meine Lieblingsmannschaft Unihockey zu spielen. Nachdem ich mich von der Knöchelverletzung und vom Bänderriss erholt hatte, der mich daran hinderte, an der U19-Weltmeisterschaft teilzunehmen, durfte ich tatsächlich in der besten Unihockey-Jugendmannschaft der Schweiz bzw. der U21 meiner Lieblingsmannschaft spielen. Ich erzählte meinen Teamkollegen Zeugnisse darüber, was Gott in unserer Stadt und Gemeinde tat. Einige von ihnen dachten, ich sei völlig verrückt und ließen mich zuerst nicht für sie beten, als sie sich verletzten und ich fragte, ob sie Gebet möchten. Doch eines Tages verletzte sich einer unserer besten Spieler an der Schulter, der auch einer meiner engsten Teamkollegen war. Die Prognose des Arztes lautete, dass er mindestens 6 Monate lang nicht Unihockey spielen könne und dass er vielleicht sogar operiert werden müsse, was sein Comeback auf noch einen späteren Zeitpunkt verzögern würde. Trotz seiner Verletzung entschied sich mein Freund dennoch, bei unseren Trainingseinheiten zuzuschauen. Etwa 7 bis 10 Tage nach seinem Unfall kam er auf mich zu und sagte: „Hey, Andrea, du erzählst immer wieder diese Geschichten, wie Gott auch heute noch Menschen von Krankheiten und sonstigen Gebrechen heilt. Könntest du für meine Schulter beten?" Ich sagte: „Ja, natürlich. Warte nach dem Training in deiner Umkleidekabine auf mich, damit ich nach der Dusche für dich beten kann." Für mich waren es an diesem Abend alles andere als die idealen Bedingungen, um für jemanden für Heilung zu beten. Es war spät, ich war nach dem Training sehr müde und hungrig und hatte noch eine lange Fahrt nach Hause vor mir. Müde und hungrig zu sein, sind die beiden schlimmsten Bedingungen, um sich geistlich bzw. voll des Heiligen Geistes zu fühlen. Ich spürte keine Salbung, keine mächtige Gegenwart Gottes, hörte keinen Engelschor oder sonst irgendetwas in dieser Hinsicht. Dennoch fragte ich ihn, ob ich meine Hand auf seine Schulter legen dürfte, um für ihn zu beten, und er sagte: „Ja." Als ich meinen Arm ausstreckte, gerade bevor meine Hand seine Schulter berührte, lehnte er sich zurück und sagte: „Es ist gut." Ich dachte, es sei ihm jetzt peinlich, für sich beten zu lassen, da einige andere Teamkollegen ebenfalls in der Umkleide waren. Also sagte ich: „Hey, wir müssen das heute nicht machen, wir können einfach das nächste Mal beten, kein Problem." Er sah mich an und sagte: „Nein, es ist gut." Da ich nicht wusste, was er damit genau sagen wollte, fragte ich ihn: „Was meinst du damit?" Er antwortete: „Als du angefangen hast, deinen Arm auszustrecken, fühlte ich, wie sich meine Muskeln und Knochen in meiner Schulter bewegten und wie sie alle gemeinsam wieder zusammenrückten. Der Schmerz ist weg und alles ist in Ordnung. Danke." Anstatt zu sagen, was ich dachte, nämlich, dass ich ihm keine Sekunde lang geglaubt habe, sagte ich mit einem Lächeln: „Wow, das ist toll, Mann!" Und weißt du was? Er tauchte gleich beim nächsten Training auf und konnte spielen und hatte nie wieder ein Problem mit seiner Schulter. Dieses Wunder veranlasste ihn auch dazu, Gott zu suchen und öffnete mir die Tür, für andere Teamkollegen zu beten und zu sehen, wie Gott weitere erstaunliche Wunder in unserer Unihockey-Mannschaft vollbrachte. Das Lustige an dieser Geschichte ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits predigte und den Leuten erzählte, dass wir Menschen einfach durch eine Berührung heilen können, wie das in der Bibel auch der Fall ist. Als es durch mich das erste Mal auf eine dramatische Art und Weise geschah, konnte ich es nicht glauben, bis ich es mit eigenen Augen sah. Es ist jedoch hilfreich und himmlisch, mit Jesus gefüllt zu sein, damit er bei jeder Gelegenheit aus uns herausfließen kann. Der Schlüssel zu dieser Geschichte ist, dass ich mich absolut nicht geistlich gefühlt habe und dennoch die Reich Gottes Vollmacht in mir trug. Es hat nichts damit zu tun, wie wir uns gerade fühlen,
weil unsere Gefühle nicht Teil des Prozesses sind. Diese Vollmacht ist vielmehr in unserer Identität als Tochter oder Sohn Gottes verankert. Christus in dir braucht keine bestimmte Atmosphäre, damit er Menschen heilen kann. Er benötigt kein schön gespieltes Klavier oder Keyboard im Hintergrund, damit der Dienst in einer künstlich aufgedrehten Umgebung geschehen kann. Wenn Jesus in physischer Gewalt hier wäre, müssten wir ihm wahrscheinlich erklären, weshalb wir während unserer Ministry-Zeiten ständig das brummende Keyboard im Hintergrund brauchen und wozu wir Nebelmaschinen benutzen. Denkt daran, es kann sich in einer stinkenden, nach Schweiß riechenden er kann sich in einer stinkenden, nach Schweiß riechenden Garderobe genauso gut bewegen wie in einer Kirche, in der alles für eine Bewegung des Heiligen Geistes vorbereitet zu sein scheint. Es geht nicht darum, dass du versuchst, dich geistlich zu fühlen, damit du den Glauben hast, dass Jesus durch dich wirken kann. Es geht darum zu realisieren, wer du in Christus bist, ihm zu vertrauen, dass er sich bereits bewegt und er derjenige ist, was er über sich sagt, der er ist. Gott sehnt sich mehr danach, Menschen zu berühren und wiederherzustellen, als wir es je könnten. Es geht darum, dass wir wissen, dass er das tut, was er gesagt hat, egal in welcher Atmosphäre du dich gerade befindest. Halleluja, das ist auch für mich ein Zeugnis, weil ich manchmal denke, nein, ich habe jetzt überhaupt kein Wort der Erkenntnis für das Gegenüber. Ich bin eigentlich müde, ich mag nicht, ich bin nicht geisterfüllt, ich bin nicht voller Liebe. Es stimmt überhaupt nicht. Ich muss dann sicher extrem lang fasten und beten und viel, viel Zeit mit Gott verbringen, dass überhaupt was passiert. Aber ich erkenne jetzt immer wie mehr, dass das zwar alles gute Sachen sind, aber es ist so, wie wenn ich es wirken würde. Natürlich müssen wir manchmal unser Herz überzeugen, aber es ist hilfreich zu wissen, dass es einfach Gott tut. Gott nutzt uns, wie wir gerade sind, mit unseren 5 Broten und 2 Fischen und fügt seins dazu und vermehrt es. Ist das nicht entspannend?